Für mich ist sehr wichtig, dass ich nicht in einem Job arbeite, wo ich ein schlechtes Gewissen haben muss, für was ich arbeite. Und hier in der Windbranche kann ich generell sagen, dass ich für eine erneuerbare Energie arbeite, für einen sauberen Planeten und für eine saubere Umwelt. Und das ist super. Ich bin Paul und bin jetzt im zweiten Lehrjahr in der Ausbildung zum Mechatroniker für Windenergieanlagen bei der Firma Vestas. Schon von klein auf habe ich mich für Technik und generell Mechatronik interessiert. Ich habe immer Sachen auseinandergebaut, weil ich es halt so spannend fand, wie das alles zusammenhängt. Und gerade als Nordlicht hat man halt die Windenergieanlagen immer vor der Haustür stehen. Und da hat es mich einfach gerissen, auch mal zu erfahren, wie denn sowas funktioniert. Und es ist auf jeden Fall super interessant. Also ich als Mechatroniker fahre die Anlagen an, warte sie, betreue sie, repariere sie, wenn sie kaputt sind und bringe sie dann letztendlich wieder zum Laufen. Die Ausbildung hier bei Vestas dauert 3,5 Jahre. Grundlegend gibt es für uns Auszubildende 2 Tagesabläufe, einmal in der Ausbildungswerkstatt in Husum und einmal dann draußen im Feld. In der Ausbildungswerkstatt machen wir Sachen wie Feilen, Bohren, Fräsen, Schweißen, alles rund um Thema Metall. Natürlich auch Elektrik, das Verkabeln von Geräten, wie Geräte funktionieren, wie Strom generell funktioniert und das lernen wir alles. Bei Vestas schätze ich auf jeden Fall das nette Arbeitsklima, die tollen Leute und einfach die Höhe. Die Höhe ist einfach das, was es ausmacht. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, mehr über Jobs in der Windbranche zu erfahren, dann komm zu Wind Energy Hamburg.